Herzlich willkommen zum VBU-Podcast zum Thema Projektmanagement mit unserem Kollegen Michael Taube. Hallo und schönen guten Tag. Herzlich willkommen zu meinem Podcast zum Thema Projektmanagement. Mein Name ist Michael Taube. Ich darf Sie durch die nächsten Sessions führen und Ihnen ein bisschen was zum Thema Projektmanagement erzählen. Sie werden hier keine großen Geheimnisse erfahren. Wenig Kochrezepte, aber vielleicht doch einige erhellende Informationen zum Thema, was ist Projekt, was ist Projektmanagement und was muss man alles in einem Projekt tun. Vorbereitet sind insgesamt 10 Podcasts im Moment. Immer gucken 5 bis 10 Minuten lang kleine Häppchen zum Thema Projektmanagement. Zuerst darf ich mich vorstellen, mein Name ist Michael Taube. Ich bin selbstständiger Projektmanager, Projektmanagement-Trainer und Coach. Bin zertifiziert nach der IPMA und kann Ihnen, da ich, sagen wir mal, diese Projektarbeit, so wie ich sie mir auch selber vorstelle, so seit 10 Jahren mache, sehr viel zum Thema Projektmanagement erzählen und Ihnen möglicherweise auch das eine oder andere aus der Praxis mitgeben. Mein Slogan ist, wer alles kann, kann nichts. Deswegen bin ich auch beim VBU als Projektmanager und nicht mehr. VBU heißt Verbund Beratender Unternehmer und ich besetze sozusagen das Feld Projektmanagement dort. Dieser Podcast wird vom VBU unterstützt und ich hoffe, Sie werden in den nächsten Minuten Spaß an der Vorführung haben. Fangen wir das Thema Projektmanagement mit einer kleinen historischen Betrachtung an. Woher kommt Projektmanagement? Was ist überhaupt Projekt? Was ist dann Projektmanagement? Gibt es Erfolg im Projekt? Und als Abschluss für den heutigen Teil Vorgehensmodelle, grundlegende Vorgehensmodelle nach Phasen und den Deming-Kreis, den der ein oder anderen bestimmt schon mal gehört hat. Beginnen wir mit der Historie. Es war schon immer irgendwie notwendig, dass wir, da wir etwas Neues machen wollen, etwas planen müssen. Und nichts anderes macht Projekt. Projekt ist was Neues. Wir definieren uns nachher noch, was wirklich Projekt ist. Ist etwas Neues, das wir beplanen müssen. Wann wurde das erste Mal geplant? Na, die Ägypter sind an allem schuld. Vermutlich auch so bei den Ägyptern beim Bau der Pyramiden sagt man zumindest, das wäre das erste rudimentäre Projektmanagement. Warum? Naja, so eine Pyramide zu bauen bedeutet gewisse planerische Tätigkeiten. Sie müssen Ihre Mitarbeiter beplanen. Die hießen damals ein bisschen anders, aber das Personal muss beplant werden. Sie müssen die Anlieferung der Steine beplanen. Sie müssen die Leute ernähren. Und Sie müssen natürlich dafür sorgen, dass der Pharao auch lange genug lebt. Denn der höchste GAU beim Pyramidenbau wäre, wenn der Pharao frühzeitig stirbt. Dann kommt er nämlich nicht rüber, geschippert in sein Totenreich. Und wahrscheinlich ganz Ägypten wäre dermaßen unzufrieden. Also auch das muss gemacht werden. Das ist rudimentäres Projektmanagement. Noch nicht alle Dinge, die wir heute dazu machen würden, aber bestimmte Dinge, die auch zu beachten waren. Gern genommen wird auch aus der Historie heraus die Römer. Ja, vielleicht wissen Sie das. Die Römer haben ja ein riesiges Reich zu verwalten und militärisch zu kontrollieren, zu haben, aber waren gar nicht so viele Leute. Deswegen bauten die Straßen, damit die in ihre Garnisonen kommen. Auch das braucht eine Planung. Und zwar die Planung, dass ein damaliger Legionär 27 bis 35 Kilometer laufen konnte pro Tag und danach brauchte er Infrastruktur. Wein, Weib und Gesang. Daher auch der Begriff Meilensteine, zu dem wir später noch kommen werden, ne? Begriff im Projektmanagement, aber eben halt auch ein Begriff damals bei den Römern. Der Meilenstein war nämlich der Moment, an dem das Tagespensium beschritten worden ist. Weitere große Themen, chinesische Mauer, wird auch immer gerne als rudimentäres Projektmanagement in der Historie genommen, weil das Besondere an der chinesischen Mauer war, dass die von links und von rechts angefangen haben zu arbeiten und sich nach 1200 Kilometer, ist das Ding lang, also nach 600 Kilometer, aber genau haben treffen müssen. Auch das ist zu beplanen. Na, sehr doof aus, wenn die auf einmal so einen Haken schlicht, kurz vorm Finale. Das sind alles historische Merkmale des Projektmanagements, rudimentär. Im Verlaufe ging es dann weiter.
Wir sprechen manchmal von der Waffenherstellung als Art besonderer Zeitpunkt, weil wenn Sie ein automatisches Gewehr zusammenbauen, möchten Sie ungern, dass das Ding vor Ihrem Gesicht explodiert. Das heißt also, eine hohe Absprache zwischen unterschiedlichen Lieferanten, die nicht mehr an einem Ort gewesen sind, muss gemacht werden. Also auch wieder planerische Tätigkeiten. Der Eiffelturm, historisches Bauwerk. Deswegen das erste Mal ganz wichtig, weil das erste Mal ein Projektleiter wirklich die Verantwortung für sein gesamtes Projekt gehabt hat. Ja, früher die Baumeister in den Kirchen, die mussten sich immer irgendwie vom Stadtrat oder vom Kirchenrat oder von wem auch immer ihre baulichen Maßnahmen absegnen lassen. Beim Eiffelturm war es das erste Mal, dass er das alleine machen durfte. Seit den 60er Jahren sind wir jetzt im Bereich modernes Projektmanagement. Ein Name trägt hier ganz große Wirkung, das ist nämlich der Herr Deming. Nicht nur der Erfinder des Deming-Kreises, sondern auch einer, der viel für das Thema Projektmanagement getan hat. Amerikanischer Professor, der nach Japan gegangen ist oder gerufen worden ist und dort bei Toyota insbesondere das Thema Qualität befördert hat. Und da ist eben auch die Thematik Projektmanagement bei Erwachsenen. Aus diesen Aktivitäten, die heutzutage ist Toyota gerade im Qualitätsbereich immer noch führend und viele Leute versuchen nachzumachen, was bei Toyota gemacht worden ist, sind zwei Weltverbände entstanden. Einmal das PMI und einmal die IPMA. Das PMI, Projektmanagement Institute, 67 gegründet in Amerika, mehr so der angelsächsische Auswurf zum Thema Projektmanagement, alles ein bisschen hemdsärmeliger, nicht ganz so umfassend das Projektmanagement, gerade Soft Skills Bereich sind im sogenannten PM Books, das ist die Unterlage des PMIs, nicht mit geplant worden. Und in Europa die IPMA, das International Project Management Association, so heißen die, sozusagen die europäische Antwort, wobei Antwort ist nicht ganz richtig, die sind ein paar Jahre vorher gegründet worden, 64. Haben den großen Vorteil für uns, dass es Landesgesellschaften gibt, nämlich die GPM hier in Deutschland, die Kompetenz-Baseline, also quasi das Handbuch des Projektmanagements der IPMA, uns auch als deutsche Unterlage zur Verfügung stellt. 2700 Seiten, alles, was das Projektmanager-Herz braucht, steht auf diesen 2700 Seiten. Können Sie mittlerweile auch kaufen. ipma-gpm.de ist die entsprechende Homepage. Raufgehen, ich glaube, kostet 270 Euro. Steht viel drin. Das, was wir hier machen, ist natürlich nur ein kleiner Ausschnitt, nur so ein bisschen von dem Ganzen, aber doch so viel, dass Sie eine Ahnung haben, was Projektmanagement sein kann.